Jedes Jahr stoßen wir in Deutschland 9,6 Tonnen CO2 aus. Pro Kopf. Bei der Verbrennung fossiler Rohstoffe und in der Landwirtschaft entstehen klimaschädliche Treibhausgase. Wir haben den Ausstoß seit 1990 zwar um ca. 30% reduziert, doch nach wie vor herrscht Handlungsbedarf. Besonders bei Verkehr und Gebäuden. 2015 haben sich im Pariser Abkommen 196 Länder verpflichtet, die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius zu halten. Durch einen CO2-Preis soll der Ausstoß drastisch reduziert werden. Wer CO2 ausstößt, muss zahlen. So wird klimaschädliches Verhalten teurer und deshalb sinken die Emissionen. In der EU wird der CO2-Preis für den Energiesektor und Teile der Industrie am europäischen Emissionshandel gebildet. Die EU legt nur die Höchstmenge an erlaubten Emissionen fest, die jährlich reduziert wird, den sogenannten CAP. Um als Unternehmen CO2 ausstoßen zu dürfen, müssen Zertifikate gekauft werden. Unternehmen, für die Investitionen in Klimaschutz günstig sind, verringern auf diesem Weg Emissionen. Die nicht benutzten Zertifikate werden dann von den Unternehmen gekauft, für die eine Reduktion momentan zu teuer ist. So wird die zugelassene Höchstmenge nicht überschritten. Durch den Handel untereinander entsteht der CO2-Preis. Der Vorteil dieses Systems ist, dass man immer genau weiß, wie viel CO2 emittiert wird und der Preis dafür ist nicht staatlich festgelegt. Durch die jährliche Absenkung des CAPs gibt es immer weniger Zertifikate und die Unternehmen müssen CO2 vermeiden, um keine Sanktionen zu zahlen. Ein globaler CO2-Preis wäre hilfreich. Aber Deutschland muss jetzt vorangehen und den Emissionshandel auf den Verkehr und den Gebäudebereich ausweiten. Nur wenn der Ausstoß von CO2 etwas kostet, werden Emissionen auch dort verringert.